Vorgestellt, AirPods CEO, Vorschau Nummer 9. Ja, wir hatten letztes Mal den Laden da oben noch eingerichtet, wo wir keinen Vertrag für hatten. Wir können da mal nochmal schnell reingucken, ob es jetzt einen gibt in der gespeicherten Runde. Ne, jetzt gibt es sogar nur hier zwei, oder was? Okay, dann ist das nicht so. Ja, dann machen wir mal gerade, war jetzt Pause drin oder Pause raus? Ah, Pause raus, jetzt ist ne, jetzt ist Pause raus, so. Nochmal reingeguckt. Okay. 148 Quadratmeter. Noch nix. Flieger stehen und machen Pause. Wir haben 408.000. Sind also drüber. Letztes Mal waren wir knapp runter, also läuft schon. Ganz viele Autos. Ein Taxi haben wir auch da. Leute kommen und wir können mal hier schneller machen, damit wir auch eher an die Dingens kommen. Wir haben noch was hier zu besetzen, so wie es aussieht. Oh, ist das gerade um? Ach so, wahrscheinlich hat er sich das nicht gemerkt. Dann geht's ja noch, ne? Aktueller Tag ist jetzt Mittwoch. Das heißt, wir müssen Donnerstag ist voll. Da sieht ja auch so aus, dass wir auf Montag genau richtig sind, dass wir da noch was reinstecken können, ne? Bestätigt. Und da sind noch einige. Da noch was hin. Und den machen wir da hin. Dann Freitag ist voll. Also Dienstag, nee, Montag waren wir. Montag fehlt noch einer. So, jetzt haben wir Montag voll. Jetzt gehen wir auf Dienstag und stecken den auch noch rein. Passt. Gut, dann haben wir das geschafft. Wir sind schon bei 409.000. Ja, Autos fahren hin und her. Soweit so gut. Der Shop geht da mittlerweile was. Es werden mehr, aber kein Einsterne dabei. Den bräuchten wir, weil da sind 148, die wir nicht haben. Wir haben da nur 56, glaube. Die sind offen und haben 4 verkauft, also richtig schlecht. 109 von 1200, das geht schon. Und 53, irgendwo läuft das da nicht so. Aber wir haben die Miete, das sollte erstmal reichen. Hier hatten wir ja letztes Mal noch umgebaut. Das sieht alles soweit gut aus. Wir sind jetzt eigentlich auf dem Weg, Geld zu kriegen, oder? Hier haben wir noch einmal Dinge bezahle schnell. Machen wir nicht. Schmeiß weg. Personal. Was haben wir hier? Ein Mitarbeiter. Okay, das ist schon wohl wahrscheinlich erledigt. Ja. Aktiviert automatische Planer. Schaltet Technologie. Ja, das hier, das ist vielleicht noch interessant, dass man das macht, ne? Der automatische Planer. Was war das? Habe ich jetzt nicht gesehen. Schaltet erwartete Kaufmöglichkeiten frei. Haben wir auch schon. Gastronomie und Geschäfte, ja. Hier nochmal rein und Wirtschaft gucken. Ja, was wäre jetzt noch interessant? Geschäfte. Ich weiß nicht, was das hier für eine Summe ist, kann ich immer noch nicht erkennen. Sieht so irgendwie nach 60.000 oder 80.000 aus. Ist die Frage, ob wir da was machen wollen, ne? Wir haben 416.000. Ja, wenn wir es machen, ne? Sind noch 330 bis dahin. Und da hätte ich jetzt noch was klicken können. Ne, ich glaube, wir machen es nicht. Was ist denn jetzt hier los, dass es nicht geht? Der Pfleger geht doch los, ne, oder? Ja. Flugzeuge kommen alle rein und fahren auch und funktionieren auch. Die haben jetzt 7 Verkäufe, 56 und 110, weiß nicht, 112 eben.
Hier fehlt es noch am Vertrag. Da ändert sich aber gerade nichts. Die Flieger stehen hier alle. Haustechniker haben wir, die Toiletten auch repariert haben. Da hatten wir ja auch ein Problem mit. Ja, das müsste man auch mal umbauen, ne? Sieht auch so aus, als ob es langsam zu klein wird, ne? Kann das sein? Ja. Irgendwie sieht es so aus, als ob es buggy ist. Ich glaube, wir machen hier mal noch ein paar Toiletten hin. Und machen wir das so? Ich glaube, das kriegen wir so hin, dass das dann größer ist wie da. Ne, das ist ja... Dann müssen wir es so machen. Ne, das ist auch nicht so schön. Wir machen das... Ich glaube so, oder? Dann bedeutet das hier 2, 3 Kabinen. Hier machen wir eine Mauer hin. Ja, das sieht so aus, als ob wir das so am besten machen. Okay, das ging jetzt nicht. Eine Tür brauchen wir noch. Da und da. Und dann gehen wir nochmal auf die Toiletten. Kabinen. 1, 2, 3. 1, 2. Ja, 3. Handföhn da und da. Waschbecken da und da. Jetzt haben wir die Toiletten erweitert. Haben diese noch? Ich glaube, wir machen hier nochmal welche hin. Nur zum Pinkeln gehen, ne? Also, dann müssen wir das hier nochmal nehmen. Macht er natürlich nicht, nur so. Dann da und da und rotieren da, dann noch eine Wand da und eine Tür da, passt, oder? So, jetzt haben wir genug Toiletten, würde ich sagen. Hier könnte man noch welche hinmachen. Warte. Da. Da. Und da. Sollte funktionieren, oder? Jetzt ist die Frage, ob wir das wegreißen dann. Damentoiletten sind dreimal so viel geworden. Herrentoilette eine mehr. Dafür haben wir ein paar Pinkelbecken mehr. Ich glaube, das werden wir hier auch noch abreißen wieder. Ja. Machen wir mal so alles weg. Geht das auch weg? Ja. Und das kommt alles weg. Zone. Gibt es jetzt noch eine Zone? Ja, gibt es. Die müssen wir dann noch wegnehmen. Weg. Ja. Weg. Ja. Also, da müssen wir hier noch. Herren. Damen. Und dann macht er Herren. Ach Gott, jetzt ist das alles. Oh, ich wusste, dass da irgendwas faul ist. Gut. Ja. Zone weg. 2 Zonen hin. So. Herren. Offen. Damen. Offen. Herren. Offen.
Steht da. Gut, Raumabdeckung überprüfen. Nochmal das Ganze. Ne, das funktioniert auch wieder nicht, weil Raum ist so klein. Dann machen doch weg. Ja. Nochmal Raum. Und jetzt richtig. Und Herrung öffnen. Was stand da jetzt? Raumbedingungen überprüfen. Ja, super. Er mag es nicht, dass hier keine Dingens-Toilette drin ist. Also hier muss eine Toilette rein. Ja. Das bedeutet, ist nicht zu fassen, oder? Dann mach das so. Dann mach eine Toilette da noch rein. Rotate. Jetzt müssen wir wahrscheinlich erst den Raum hier machen. Dann die Toilette reinbauen. Und jetzt ist der Raum dann zu öffnen, weil wir ihn überprüft haben. Aber da muss jetzt erst noch die Toilette hin, damit ich ihn auch aufmachen kann, oder? Wie viel Geld? 500.000 fast. Und jetzt geht's. Toll, oder? Jetzt haben wir die Toilette da auch geschafft. Offen. Offen. Wieso waren die jetzt nicht offen? Steht kein Mensch, aber ist okay so. Jetzt wird sie auf jeden Fall benutzt. So, die Damen sind da rechts, die Herren sind da, die Damen sind da, ne, oder? Sehen aber alle aus wie Herren. Naja. Ja. Machen die Geschäfte. 63. 116. 11. Da geht was voran. Gucken wir mal hier, ob wir einen neuen Contract dafür haben. Nee, leider nicht. Funktioniert also nicht. Ja, müssen wir abwarten, ne? Ja, sieht alles so ein bisschen klein aus, ne? Oder? So ein bisschen eng. Aber ist ja auch noch ein kleiner Flughafen. Wir haben noch nicht mal ein Rollfeld, welches hier, ne? Sag schon. Ja. Servicefahrzeug und Gepäckladestation verbinden, alles da, ne? Aber wir wissen noch nicht, wie es geht und lassen das auch erstmal momentan sein, weil wir hier ja noch dran arbeiten. Ach, hier fehlt noch ein Fußweg, ne? Dann können wir das vielleicht besser damit verbinden. Und hier sieht es. Okay, das ist egal, glaube. Dann machen wir mal den Fußweg für draußen. Ist das der hier? Ne, ne? Böden. Böden. Ich glaube, da müssen wir heller Beton. Ich glaube, das ist alles für drinnen, oder? Fußweg war draußen, ne? Kann das sein? Was haben wir denn hier? Wetterstation, die haben wir auch noch nicht, ne? Fußweg, da ist er. Sollten wir vielleicht hier mal den Fußweg noch anlegen. Und wenn wir schon dabei sind, können wir vielleicht hier die Leute auch noch so laufen lassen, oder? Wäre vielleicht aber sinnig, hier noch ein paar Parkbuchten zu machen. Ey, lass mal, ist schon alles gut erstmal. Gut, soweit sieht's ja schon prima aus. Wir sind bei 540.000. Das Geld fließt jetzt richtig. Das ist schon mal gut. Bedeutet, dass wir dann da auch weiterkommen werden gleich. 69. 119. 11. Hier gibt's keinen Kontrakt. Wetten. 2, kein 1. Gut. Ja. Hier wird der Sprit verkauft. Wir haben 543.000. Die Flieger sind hier. Betriebsmodus steht da.
Hier könnte man zwar upgraden, ne? Was kostet denn so eine Bahn da? Stadt-Landebahn-Verbesserung. Asphalt umwandeln kostet 50.000. Nein, wir machen das nicht. Wir wollen nur noch 200.000 Grad zusammen haben für das Dingens. So. Bezahle schnell. Machen wir nicht. Wir waren hier. Nein, hier. Warte, lass uns schnell mal hier reinhuschen, bevor wir das vergessen. Das sieht aber alles gut aus. Hier sind die Lücken dann, die wir jetzt schnell auffüllen. Ach so, ja. Der geht ja jetzt nicht mehr hin. Nö. Ist nicht schlimm, dann verschieben wir den. Bestätigen wir das gerade. Und dann geht der da hin. Die gehen da auch alle hin. Bestätigen. Bestätigen. Und geht da noch einer hin? Ja. Bestätigen. Bestätigen. Alle sind weg. Alle sind glücklich. Da ist noch einer. Bestätigen. Oh, da sind nur drei. Der geht ganz spät raus dann. Das geht auf den nächsten Tag. Der dann da wäre der Mittwoch. Bestätigen und bestätigen. Da ist gerade schon neuer reingekommen, der da auch hingeht. Wunderbar. Ich glaube, das müssen wir hier umstellen, weil wir da doch zu viel mit zu tun haben, den Plan zu füllen. Da brauchen wir noch eine Person, die das macht, denke ich. 587.000. Lass uns da einen einstellen gerade. Das macht keinen Sinn hier mehr. Wer war das jetzt hier? Das ist der CIO. Personal natürlich, Bewerber. CIO ist zweimal vorhanden. Sind beide relativ gut. Ich nehme die mit dem logischen Denkvermögen, ist schon mal ziemlich gut. Aber im Endeffekt 13 Dollar sind das, ne? Dafür hat sie hier Stressmanagement. Also sie ist gegen Stress und das ist ein stressiger Job, also hat sie gewonnen. Und sie ist auch schon eingesetzt. So, damit ist das automatisch gelöst, würde ich sagen, oder? Ich will es hoffen. So, der Mittwoch hat noch Flyer-Stellen. Ich hoffe, sie automatisiert das jetzt auch automatisch. Tutorial-Fenster waren die 750.000, ne? Ja. Den Haken setze ich. Okay. Kriege ich das jetzt wieder weg? Gar nicht. Haben wir jetzt wieder Mist gebaut. Wohl so. So, der Samstag, der Sonntag, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch. Auf Mittwoch gibt's Freistellen. Da müssen wir gucken, dass die voll werden. Ich weiß ja nicht, ob sie schon da ist oder so. CIO, wo bist du? Hausmeister. CEO. Ja, jetzt weggelaufen. Jetzt sitzt da jemand anders. Ist da hingegangen. Strategievorstand. CIO, da ist sie. Was macht sie? Okay, arbeitet auf jeden Fall. So, wenn sie da jetzt arbeitet, dann würde das ja bedeuten, dass sie jetzt hier was am Flugplan macht, oder? So, der Mittwoch ist nichts geändert.
Automatischer Flugplan, da gibt's sowas. Warte mal, dann gehen wir mal auf den Mittwoch. Den COO und CIO brauchen wir. Haben wir das? Haben wir? Haben wir, also sollte das gehen. Achso, den Haken setzen, alles klar. So, was macht der Mittwoch? Ich glaube, da ist schon was voll geworden. Ah, da ist ein Flug, bitte den mal verarbeiten. Und da sind noch mehr Flüge. Okay, lassen wir das erstmal gerade. Und da ist jetzt auch kein Symbol mehr, deswegen gehe ich von aus, dass die jetzt alle eingeteilt sind. Ja, jetzt ist alles da. Okay, dann haben wir uns diese Last auch genommen. Wir sind jetzt bei 600.000. Nee, wollen wir nichts mehr verzögern, soll sofort losfliegen. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben oder über das. So, happy sind die unten ja sowieso alle. Geld, 611. Dauert nicht immer lange, aber es ist Kohle zusammen, um da das Flugfeld zu machen. Ja, und da müssen wir gucken, ne? Zwei Mails sind schon wieder hier. Bestimmt wieder irgendwelche Kredithaie, die was haben wollen. Machen wir aber nicht immer gesagt. Noch 140.000. Ja, das Ding läuft, oder? 19 Verkäufe, 125 Verkäufe und 78, ja. Und hier kriegen wir noch einen Vertrag mal zusammen. 2, 3, 4, 5. Nö. Das ist schade, ne? Wie lange laufen denn solche Dinge hier noch? Ein Stern, ein Tag und 22 Stunden, okay. Zwei Tage. Und zwei Tage, okay. Knubbelt sich hier unten was? Nö, ist erstmal noch alles gut. Toiletten haben wir da, Toiletten haben wir hier. Das sind auch genug hier oben, ne? Ja, denke ich mal. Und hier für den Außenbereich haben wir auch genug. Geht auch. Ja, das hat schön geklappt mit der Toilette da gerade. Wie wir gesehen haben, hier ist nicht besetzt. Nirgendwo ist besetzt, außer dieser Schalter da. Okay. 630, also noch 120. Ja, soweit sieht es doch ganz gut aus, oder? Ja, ich denke mal, der nächste Schritt ist dann tatsächlich, dass wir da mal ein bisschen was mit dem Essen hier noch machen müssten eigentlich, ne? Aber wir wollen ja dieses Feld hier rechts freischalten, weil das Tutorial das möchte, ne? Ja, 634, 636. Überall sind dann Einnahmen wahrscheinlich. Der LKW hier für den Sprit ist auch gut unterwegs. Tower, kann man da eigentlich was gucken? Nein, kann man nicht. Hier sind noch so ein paar Parkplätze, die sind gar nicht angebunden, ne? Wäre bestimmt interessant, da eine Straße zu haben, oder? Okay, das würde bedeuten, hier sollte man dann vielleicht das so machen, ne? Mal gucken, wie das dann aussieht, wenn da eine Straße ist. LKW ist bestimmt schon da, ne? Die Kisten werden rübergetragen, wie wir gerade sehen. Wo sind sie denn? Da sind sie. Die flitzen leider immer noch quer über den Platz. Wie sieht das dann aus? Interessant. Hier ist eine Einfahrt oder nicht? Nicht so wirklich, ne? Naja, wird schon so einigermaßen gehen. 620.000, ein bisschen Geld weniger geworden. Dafür steht jetzt aber auch hier 7.000 in grün. Das ist ja schon eine Summe, ne?
Sieht soweit ganz gut aus, wie gesagt. Ein Tag 14 Stunden, zwei Tage 10 Stunden, 20, 127, 81. Und hier geht nichts, gibt aber auch nichts. Wenn der dann weg ist, bauen wir hier um. Allerdings auf der anderen Seite ist das nicht unbedingt vonnöten, ne? Weil, ja, wie soll man sagen, ne? So. Hier dieser Bereich sieht ja jetzt ein bisschen komisch aus, ne? Naja, irgendwie ist es halt so. Gepäckbeförderung machen? Nein. Wird bestimmt auch nochmal Geld bringen, Gepäck, ne? Das geht nicht. Ja. Das Überschuss, okay. Flughafenkontrollfenster hatten wir. Dann sind das die Leute. Überall Überschuss, das ist schon mal gut, da auch. Was haben wir denn hier? Achso, das waren die Bauarbeiter. Okay, die sitzen jetzt da und kosten Geld und bringen nichts, aber das ist jetzt nicht schlimm. Ja, wir haben nur dieses eine Tankfahrzeug, ne? Das ist das Personal, Bewerber. Schichtdauer eine Stunde. Hä? Wollte gerade sagen. Das ist immer ein bisschen wenig. Da können wir wohl 6 Stunden rausmachen, ne? Das ist auch ein Larifara-Job da, ne? Können wir mal ein paar Stunden mehr machen hier. 8 Stunden können wir schon mal arbeiten. Ja, komm, wir sind gnädig 7. Ja, obwohl eigentlich Flughafen, die sind schon ziemlich gestresst, aber danach kommen. Was fehlt denn jetzt noch hier? CFO. Und hier unten noch ein Personalvorstand. Ja, ist jetzt nicht so spielentscheidend, ne? Wie viel haben wir? 640 sind wir jetzt wieder. Wirtschaft. Einkauf. Restaurant wäre vielleicht interessant, ne? Aber, Treppenfahrzeug brauchen wir alle noch nicht. Der Spamfilter hier, dann sind diese Dingensgeschichten weg. Den machen wir mal. Der kostet ja nicht viel. $50 da haben wir über. Gepäckabfertigung sind, glaube ich, 250.000. Das ist viel. Restaurant wäre noch interessant. Vielleicht gibt es auch nur Automaten, die wir da hinstellen können. Dann sind die ja vielleicht schon viel glücklicher, ne? Hm. Aber das sind hier irgendwie 60 oder 80.000. Und wir haben nur noch 110, dann haben wir es geschafft, um das Stück Land zu kaufen, ne? Und da kommen wieder die nächsten Fluggäste, die alle Geld mitbringen, wenn sie aussteigen. $642. Ja, komm, das warten wir noch. Jetzt haben wir wieder rote Zahlen hier. Managementfenster. Ach so, okay. Oh, hier ist schöne Statistiken. Ausgaben, Einnahmen sieht man so ein bisschen, sind die manchmal minus. Das ist nachts wahrscheinlich dann, ne? Und tagsüber geht richtig die Kohle rein. Passt doch, ist doch gut. Und da wird jetzt minus. Warum das denn jetzt mal gerade? Hm. Zufriedenheitsrate. Die allgemeine Luftfahrt ist nicht so zufrieden. Komisch. Ja, Gepäckstücke 73, da ist was machbar, ne? Die werden hier gar nicht abgeholt, ne? Eine ungelesene Nachricht. Ah, Quittung des Barfers. Naja.
Passt erstmal. Gut. So, was haben wir? 660, das heißt noch 90. Kriegen wir auch noch hin. Alles im grünen Bereich. Der hätte da oben hingemusst, ne? Naja, aber ist halt so. Hier. Er hat auch gerade wieder bezahlt. Flieger kommen alle hier rein für die Fluggäste und die Parkenden sind auch da. Und die haben auch den Sprit, der dann teuer bezahlt wird. Ja. 80.000 noch. Nehmen wir die noch zusammen hier? Denk schon, Rollfeld ist auch gerade okay. Aber da konnte ich nicht so schnell klicken. Da kommt der Flieger. Parkt. Das sind dann gleich nur noch 70.000, oder? Na komm, los. 70.000. Warum ist hier rot und das wird mehr? Jetzt ist grün. Ja, hier ist schon ganz schön gewuselt in der Halle, ne? 84. 131. 25. Haben wir hier einen neuen Vertrag? Nein, aber nicht. Das ist schade. Wie lange geht der noch? 18 Stunden. Der? Ein Tag 15 Stunden. Ja, wenn der einer abläuft, dann kriegen wir bestimmt einen Einsterner, den wir da oben hinsetzen können, ne? Machen wir nicht. Oh, 695. 700. Noch 50.000, dann haben wir's. Hier ist doch was, oder? Ah, doch, da sind noch Bänke frei. Ich wollte gerade sagen, da können nicht mehr genug sitzen, aber können noch genug sitzen. Haben wir hier in der Vorlage keine so eine Informationstafel? Wäre da vielleicht noch ganz interessant, oder? Wo ist denn die? Wo ist eine Informationstafel? Hä? Was ist denn das hier? Betonplatte, okay. Wo sind denn die Informationstafeln jetzt hin? Da. Wäre vielleicht ganz nett, das hier auch noch zu haben, ne? Oder? Dreh mal. Zack. Mach das mal dahin. Wo die Fluggäste schon super zufrieden sind. 710, nur 40.000. Läuft, oder? 30.000. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das noch was wird. 30.000 noch. Oder noch nicht mal mehr. 28. Bisschen mehr. Jetzt wieder 28. Jetzt wird's Nacht. Jetzt sind wir gleich Ausgaben ohne Einnahmen. Ja, ist nicht so schlimm, passiert ein bisschen. So, jetzt ist wieder Ruhe. Ah, die Flieger sind immer noch nicht alle weggeflogen. Da geht noch was. 724. Noch 25, ach, noch 23. Noch 20. Ja, da mussten wir was bezahlen. Einmal 19. 16. 15, 13, 12, na? Na komm schon. Die paar Points, die können wir kriegen hier, die paar Taler. Jetzt ist aber, glaube ich, wirklich nach ist keiner mehr da, ne? Genau, ja.
12er sind es noch. Ich weiß gerade nicht, warum wir hier einnehmen und... Ja, wir haben gerade vielleicht keine Ausgaben, ne? So, gleich ist 0 Uhr, dann springt das bestimmt zurück, oder? 55. Oh, bei 0 Uhr hätte ich jetzt so mitgerechnet, dass hier was runtergeht, richtig, aber ist wohl nicht so. Und es ist nachts und wir nehmen noch Geld ein. Positive Bilanz. Noch 11.000 gleich, ne? Jetzt. Ist schon cool, eine positive Bilanz, ne? Die ganze Zeit. Komm schon jetzt hier. 1.27 Uhr. Lass mal die ersten Flugzeuge wieder kommen hier, damit wir Geld einnehmen. Damit wir da gleich die 10.000 noch schaffen. Noch kommen. Jetzt noch 10.000. Es ist 2.50 Uhr. Noch ein bisschen dauert's. Gäste kommen schon, ne? Kaufen die hier schon einen bestimmt, ne? 87. 134. 26. Haben wir hier noch was? Nee. Wie lange läuft der noch? 5 Stunden. Ein Tag und eine Stunde. Okay. Jetzt gleich nur noch 9.000. Hier ist gleich wieder dicht. Turner sind das. Status ist jetzt offen. Okay. Jetzt machen wir wieder Geld. 7.000. Noch 3 Stunden offen. 6.000. Okay. Aber immer noch 6.000. Lanz ist aber gerade schwächer geworden. Jetzt geht es wieder ins Plus. 5.000. Wir gehen schon mal hier rüber, oder? Ja, ist spannend. 4.000. Sollen wir das kaufen? Oder ja, müssen wir ja, ne? Wegen der Landebahnverlängerung. Die muss ja dahinter irgendwie lang oder so. 4.000, komm. 3.000. Da ist ein Flieger gekommen noch. Fliegt einer weg. 752.000. Wir haben diese Geldmittel. Ich warte noch, bis er auf 60 ist. Den machen wir noch weg. Damit wir 10.000 plus haben, ne, oder? So, jetzt. Ja. Krass. Jetzt, was sagt unser schickes... Bau eine mittelgroße Start- und Landebahn, ist jetzt gefragt. Kann man die upgraden? Nee. Gut. So, jetzt ist das hier. Und nee, hier. Mittelgroße Landebahn wäre diese. Der sagt schon mal nicht genug Geld. Wie brauchen wir denn dafür? 150.000. Okay, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Sind aber schon ganz gut im Plus. Ja. Du flieg weiter. Ja, das läuft hier alles ziemlich gut, ne, oder? Und demnächst gibt es dann eine weitere Landebahn und dann... Nachrichtigung? Oh, da haben wir natürlich reichlich hier. Mach das mal gerade alles weg. Das war das Barbe. Ah, warte, unser Vertrag ist abgelaufen.
Dann ist jetzt vielleicht ein neuer da, den wir da oben als erstes machen wollen. Wenn überhaupt. Da ist er. Turner kann da oben arbeiten jetzt. So, läuft, oder? Hier ist jetzt Turner drin. Da kommen auch schon die Leute. Sind da und kaufen die da auch was? Kann ich jetzt nicht so. Also, die machen sich für einen Flug fertig. Ist die Frage, ob hier was passiert. Nein, ist noch nicht. Aber das ist jetzt auch noch nicht so schlimm. Wird schon werden. Kriegen wir hier was Neues hin? Nee. Das würde bedeuten, wir machen den sowieso gleich weg. Wenn der auch ausgelaufen ist und machen dann einen größeren. Dass wir da einen richtigen Laden hinkriegen, ne? Der mit 2 Sterne. Wie viel hatte der? Fläche 165, war das war jetzt hier falsch. Da, 148 brauchen wir dann. Status ist geschlossen, ja. Wenn ich doch den jetzt mal gerade hier so... Ich kann den ja auch hier erstmal abreißen, ne? Ja. So, und jetzt kann ich einen neuen machen. Ne, das wollte ich nicht. Ich brauche das ja... Da. Da. Und wenn ich jetzt hier das so mache, 23 mal 5 ist 100, 100, ja, passt nicht, 148 war das, was war das? Ne, der obere Laden muss erst weg. Ne, mach den nochmal weg, ja. Der muss erst weg. Das müssen wir dann nochmal neu gestalten. Sehen wir dann, würde ich sagen, oder? Mach erstmal nix. Was macht unser Geld? 73, 71. Okay. Die haben 10 Stunden noch. Aber Folge ist schon verdammt lang. Ich glaube, wir bleiben da erstmal bei. Das war jetzt hier. Gucken. Wer sucht denn da was? Okay, ist schon erledigt, das Ereignis. Wir müssen gucken, dass wir hier ja dann die Landebahn kriegen etc. Und ja, da müssen wir dann unser Terminal auch noch vergrößern wahrscheinlich. Da muss ja andere Parkpositionen sein und so. Und das kriegen wir aber alles in der nächsten Folge, dann würde ich sagen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare, wie immer, herzlich willkommen. Schreibt rein, dann können wir diskutieren. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!